Und so dürfen sich die Bullenfans einmal mehr Juric. Die 19. Minute. Die Salzburger kommen nicht rein in die Zweikämpfe, laufen Ball und Gegner hinterher. Wallner, da ist Venuto, da ist die verdiente Führung durch den Ex-Lieferinger. Der 20-jährige Brasilianer mit seinem dritten Saisontor, assistiert von Roman Wallner. Der lange Ball kommt von Kainz. Schmitz, der in der Innenverteidigung. Knappe Abseitsgeschichte mit Wallner. Walke dann noch dran und Denner schafft es nicht hier zum Abschluss zu kommen. Weiter ein Spiel auf ein Tor, auf das Tor der Salzburger, der Bullen. Walke immer und immer wieder gefordert. Diesmal gegen Juric. Die 19. Minute. Die Salzburger kommen nicht rein in die Zweikämpfe, laufen Ball und Gegner hinterher. Wallner, da ist Venuto, da ist die verdiente Führung durch den Ex-Lieferinger. Der 20-jährige Brasilianer mit seinem dritten Saisontor, assistiert von Roman Wallner. Der lange Ball kommt von Kainz. Schmitz, der in der Innenverteidigung spielt und nicht Miranda, neben Cialetta-Zar. Die beiden haben große Abstimmungsprobleme in der ersten Hälfte und das nutzt Grödig. Wallner, wieder ein toller Pass. Walke kommt eigentlich gut raus, klärt und trifft Andreas Ulmer. Und von dort geht der Ball ins Tor. 26. Minute, 2:0 für Grödig. Weil Roman Wallner tolles Auge beweist, Venuto den richtigen Laufweg wählt, startet. Walke eigentlich gut antizipiert und dann ist natürlich extrem viel Schuss dabei. Ulmer produziert. Knapp vor der Pause nochmal die Grödiger, die viele gute Konterchancen haben. Zum Beispiel diese, wieder so ein toller Pass von Wallner auf Venuto. Die beiden verstehen sich blind und da ist Walke. Und immer wieder gefordert, diesmal gegen Juric. Die 19. Minute. Die Salzburger kommen nicht rein in die Zweikämpfe, laufen Ball und Gegner hinterher. Wallner, da ist Venuto, da ist die verdiente Führung durch den Ex-Lieferinger. Der 20-jährige Brasilianer mit seinem dritten Saisontor, assistiert von Roman Wallner. Der lange Ball kommt von Kainz. Schmitz, der in der Innenverteidigung spielt und nicht Miranda, neben Cialetta-Zar. Die beiden haben in der ersten Hälfte und das sind die überragenden Spieler dieser ersten Hälfte. Venuto.